In Mega Raids ist aktuell Mega Pins hier und ich will hier zeigen, wie man es zu zweit besiegt. Gegen Ende werde ich hier bei Obers Let's Play auch noch eine Übersicht sehr guter Konter vorstellen. Mega Pins hier ist ein Käfer- und Flug-Pokémon und dementsprechend am effektivsten Gestein, weil es eine doppelte Schwäche dagegen hat. Alternativ ist auch Flug, Feuer, Elektro und Eis sehr effektiv. Ganz schnell war mein Ramaidon weg, das ist ein Gesteins-Pokémon mit Angriff Katapult und Nadeldar Gesteinhagel. Jetzt ist schon Aerodactyl da, das ist ein Gestein- und Flug-Pokémon mit Angriff Steinwurf und der Ladeattacke Steinhagel. Wie man sieht, meine Pokémon halten nicht so viel aus. Jetzt kommt gleich Monagoras, das ist ein Gestein- und Drachen-Pokémon mit Angriff Steinwurf und der Ladeattacke Meteorstrahl. Ja, woran liegt es? Eigentlich ist dieses Duo-Raid sehr einfach. Zu zweit schafft man den eigentlich ziemlich leicht. Man verwendet hauptsächlich Gesteins-Pokémon und dann noch der Freunde-Bonus dazu. Und dann ist es wirklich leicht zu schaffen, wenn man die richtigen Konter verwendet. Wie zum Beispiel so ein Despotar, ein Gestein- und Unlicht-Pokémon mit Angriff Katapult und der Ladeattacke Steinkante. Oder Prokolos, Gesteins-Pokémon mit Angriff Katapult und der Ladeattacke Steinhagel. Aber das Problem ist, Mega Pins hier hat die Ladeattacke Grafkoloss. Die ist sehr effektiv gegen meine Gesteins-Pokémon. Jetzt kommt Flampivian, das ist ein Feuer-Pokémon mit Angriff Feuerzahn und der Ladeattacke Steinhagel. Neben dass das jetzt ganz dummerweise Grafkoloss ist, die sehr effektiv ist, ist jetzt auch das Wetter noch bedeckt. Das heißt, leider sind auch die Kampfattacken wetterverstärkt. Die machen also noch mehr Schaden. Also habe ich echtes Problem, meine Gesteins-Pokémon. Demeteros, Bodenflug-Pokémon mit Angriff Steinwurf und der Ladeattacke Steinhagel. Der ist Boden und Flug. Das ist ein Vorteil. Aber die vermehrten Pokémon, die ich hier einschätze, sind reine Gesteins-Pokémon oder ein Teil Gesteins-Pokémon. Also werden da leider schnell weg sein. Wie zum Beispiel ein Terrakium, das ist ein Gesteins- und Kampf-Pokémon mit Angriff Katapult und der Ladeattacke Steinhagel. Hält nochmals einiges was aus, hier nicht so. Rionio, Boden- und Gesteins-Pokémon mit Angriff Katapult und der Ladeattacke Felswerfer. Hält nochmals auch sehr viel aus, aber auch hier nicht so gut. Gleichzeitig hat es hier auch alles ein bisschen länger gedauert, weil dummerweise der Wechsel jetzt von den Teams zum gleichen Zeitpunkt war. Bei beiden Trainern ist es schlecht, bei mir und beim anderen ungünstig gelaufen. Stolos war schon da, Stahl- und Gesteins-Pokémon mit Katapult und Meteorstrahl. Aktuelles Geowatt zum Einsatz, Gesteins- und Pokémon, genauso wie Boden-Pokémon mit Angriff Steinwurf und der Ladeattacke Steinkante. Jetzt kommt Castellit, Käfer- und Gesteins-Pokémon mit Angriff Katapult und der Ladeattacke Steinhagel. Also der richtige Vorteil ist, dass meine Pokémon so schnell umfallen. Ich kann sehr viele Konter-Pokémon zeigen, also das jetzt mal als Vorteil. Dafür dauert es natürlich ein bisschen länger. Ich hätte es natürlich optimieren können, bessere Pokémon, andere Pokémon wählen, aber ich will hier möglichst viele Konter-Pokémon bei mir zeigen. Ich hätte noch Krypto-Pokémon einsetzen können, die viel mehr Schaden machen, Mega-Entwicklungen noch besser. Und jetzt ist auch mein letztes Pokémon in meinem zweiten Team weg, macht aber nichts. Der andere Trainer hat ihn gerade fertig gemacht, in den letzten Sekunden noch dementsprechend besiegt worden. Selbst wenn ich jetzt noch ein neues Team genommen hätte, empfohlen ist, kein Problem. Duo-Raid sollte sehr einfach sein hier. Ja, mit Glück wäre er auch ein Shiny gewesen. Also mit sehr viel Glück kann man auch Shiny, also die silberne Beere, die ich jetzt gerade gegeben habe, die war jetzt nicht so sinnvoll. Ich brauche nicht unbedingt so viel Pinsir-Bonbons. Das Einzige, was ich machen würde, wenn ich einen guten Pinsir habe, natürlich den Power-Up machen, um einen Mega-Pinsir draus zu machen, irgendwann mal, wenn man den braucht. Aber schauen wir mal auf die Bewertung von diesem Pinsir, ob das sich rentiert hat. 2 Sterne, Angriff ein bisschen davon, aber eigentlich nicht so gut, eher schlecht. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Pokémon zeigen, mit denen ihr Mega Pinsir leichter besiegen könnt. Als Mega-Entwicklung würde sich Mega Aerodactyl anbieten mit Steinwurf und Steinhagel. Oder Mega Glurak Y mit Feuerwirbel und Loegranate. Oder Mega Stolos mit Katapult und Meteorstrahl. Ansonsten nutzt man Pokémon wie Despotar, hier die Krypto-Version mit Katapult und Steinkante. Rionio mit Katapult und Felswerfer, Terrakium mit Katapult und Steinhagel, Demeteros mit Steinwurf und Steinhagel, Ramaidon mit Katapult und Steinhagel,
Flampivian mit Feuerzahn und Steinhagel, Proculus mit Katapult und Steinhagel, Monagoras mit Steinwurf und Meteorstrahl, Stollus mit Katapult und Meteorstrahl, Geowatz mit Steinwurf und Steinkante, Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel oder auch ein Castellit mit Katapult und Steinhagel. Fragen bitte in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.